diesem waffenstarrenden, weltumspannenden Irrenhaus ausbrechen. Gewaltfrei gehen wir den Weg in die nicht-militärischen Verteidigungsformen. In the 80s it was a time of potential nuclear war. Petra war ja eine Protestperson. Jeder kannte sie. Sie war fast wie eine Pop-Ikone, aber durchseelt von Politik. Mindestens kannte man den Namen des Bundeskanzlers und dann kam auch schon Petra Kelly. In einem Wohnhaus in Bonn-Tannenbusch sind am Abend die Leichen eines prominenten Politikerpaares gefunden worden. Es gebe keinen vernünftigen Zweifel daran, dass es sich bei den Toten um Petra Kelly und Gerd Bastian handelt. I was in complete shock. Wie soll man das der Welt erklären? Diese Ikone und der NATO-General, der gegen die Aufrüstung war. Wir sehen nicht nur unseren Kontinent, sondern die ganze Welt in Gefahr. Und jetzt sind die da tot. Man war sich damals nicht sicher. Ist es ein gemeinsamer Selbstmord? Ist es ein Mord? Sie gehörte damals über mehrere Jahre zur am höchsten gefährdeten Persönlichkeit in Bonn. Liebe qualitativ ein kurzes Leben als ein langes, was nicht qualitativ ist. The speculation is that Gerd Bastian could have been an agent of Stasi. Manchmal denke ich mir, was wäre Petra Kelly, wenn sie noch lebte? Wir haben endlich gewonnen auf Bundesebene. Sie war die Kämpferin. Der gewaltfreie Widerstand gegen eine Atomraketen- und Atomenergieregierung wird sehr schwer werden. Und dann haben die Grünen sie auf Seite geschoben. Die Energieversorgung, die Frage der Gewalt, der atomaren Abschreckung. Nein, keine Kompromisse. Ich glaube, sie wäre nicht bereit gewesen zu sagen, wir müssen jemandem auch mit Waffen helfen. Die da oben beweisen immer wieder, dass sie zu viel Panzer und zu wenig Hirn haben. Dass ein Mensch, der so überzeugend und überzeugt gegen Waffengewalt gekämpft hat, durch eine Kugel gestorben ist, das ist eine Tragödie griechischen Ausmaßes.